Hi, Whipguitar hier. Schön, dass du wieder dabei bist und heute zeige ich dir eine sehr coole Fingerübung im Stile von Andy Summers von Police. Und ich bin jetzt zu Hause in meinem Heimgitarrenzimmer, nehme auf mit dem Q2 HD von Zoom, hoffe, dass die Lichtverhältnisse noch stimmen. Und ich habe einen Teil der Akkordbegleitung aus Every Breath You Take von Police und den zweiten Teil aus Message in a Bottle. Es geht so. Aus Message in a Bottle. So, was spiele ich hier? Ich spiele einen A-Dur mit einer None. Und das ist im Prinzip mein Arpeggio, was ich hier picke. Und hier kannst du dann mit deinem Finger einfach reingehen. Und hier picke ich rechts. Eine Mischung aus Wechselschlag und wie auch immer du das picken möchtest, das überlasse ich dir dann. Okay, du hast hier im fünften Bund deinen Power Chord. Und den erweiterst du. Du schiebst einfach den A, die Note A hier auf ein H. Und dann hast du einen A9. Und was du dann noch machst, im sechsten Bund auf der G-Seite, diese Note. Du spielst also die ersten vier Töne. Und dann gehst du hier mit dem Zeigefinger auf die 6 auf der G-Seite und spielst dann. Ausgehend von diesem Cis hier, dann hier nochmal den kleinen Finger, Mittelfinger und nochmal den kleinen, sodass Arpeggio geht. Und das ist ein Dur-Arpeggio. Das zweite ist ein Moll-Arpeggio hier. Auf Fis, also auch hier, denk an deinen Fis-Power-Chord. Erweiterst du mit dem kleinen Finger. Ich greife das hier mit Zeigefinger, Mittelfinger und kleinem. Das wäre dann 4, Bund 2, Bund 4 auf der A-Seite und 6 auf der D-Seite. Plus hier im zweiten Bund auf der G-Seite. Sehr gutes Training für die linke Hand. Also die nächsten beiden wäre dann ein D. Erweitert vom Power Chord zur None und ein E. Und hier spielst du dann von der None, gehst mit dem kleinen Finger dann zurück wieder auf den Power Chord. Tabs werde ich dir einblenden. Ist gleich auf E. Du erweiterst den E Power Chord auf die None. Und ziehst den kleinen dann wieder zurück. So, deine vier Griffe sind A, A9, Dur, zweimal, dann Fis-Moll 9 oder Fis, kannst du auch als Ad 2 bezeichnen. Schöne Fingerübung. Ja, einfach mit Metronom üben und dann nochmal gerne Tempo. Wie immer auch Tempo reinbringen. So, dann bei Message in a Bottle spielt Andy Summers nach dem gleichen Prinzip mit den Akkorden Cis, Ass, Fis und H. Und dann hast du hier. Sorry, nicht Ass, A. Dann auf, also hier den Power Chord von Cis erweitern auf die None. Dann gehst du auf den A Rockakkord hier, erweiterst ihn im fünften Bund. Dann wieder runter auf die A-Seite im zweiten Bund vom Power Chord. Kleinen Finger rüberziehen oder mit dem Mittelfinger hier. Und dann wieder hoch.
auf den Fis. Und ganz am Ende spielst du Bund 2, 4, 6 und noch einen kleinen Slide auf der D-Seite von 6 auf 7. Und dann hast du diesen Effekt. Langsam aus Every Breath You Take. Fis-Moll. D. E. Und dann Message in a Bottle. None auf A. Auf H und auf Fis. Und dann der Slide. So. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Fingerübung im Stile von Andy Summers von Police. Hoffe, dass du bei meinem nächsten Video wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye bye. Das war WIP Guitar.